Es ist einer der Hotspots an der EU-Außengrenze. Im Herbst 2021 standen auf einmal tausende Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze. Auch heute noch versuchen täglich Geflüchtete, so in die EU zu gelangen. Nach Angaben des polnischen Grenzschutzes sind es derzeit rund 80 bis 100 Personen am Tag. Belarus versucht, die Menschen gezielt in die Europäische Union zu schleusen. Dieses Video des polnischen Grenzschutzes soll eine solche Aktion belegen. Es zeigt ein mutmaßlich belarussisches Fahrzeug, das Menschen an die polnische Grenze bringt, wo sie über Bahngleise in das EU-Land gelangen. Um die Fluchtbewegung einzudämmen, baute Polen 2022 eine Mauer an die Grenze zu Belarus. Rund ein Jahr nach der Errichtung der Barriere hat sich T-Online die Lage vor Ort angesehen. Wir sehen jetzt den Zaun, der ist 5,5 Meter hoch. Das heißt, die Menschen springen meistens von oben runter. Der polnische Grenzschutz sagt, dass sie von Belarus teilweise Leitern bekommen, die sie auf der anderen Seite gegenstellen können, decken, um das über den NATO-Draht oben zu legen, aber dann eben von dieser Barriere runterspringen und dann versuchen, sich hier im Wald zu verstecken. Dabei kommt es teilweise zu sehr heftigen Verletzungen. Aktivisten, aber auch Ärzte aus der Umgebung berichten von vermehrten Beinbrüchen, zerschmetterten Hüften, gebrochenen Rücken, die eben infolge von diesen Stürzen teilweise passieren. Während der Dreharbeiten vor dem Grenzzaun tauchen plötzlich Menschen dahinter auf. Doch selbst wer es über die Barriere schafft, die anstrengende Flucht geht oft noch weiter. Was man hier auch sieht, ist eine kleine Tür in der Grenze. Das ist die Grenze, durch die die polnischen Grenzbehörden Menschen zurück nach Belarus abschieben, wenn sie hier nicht nach Asyl fragen. Aktivisten allerdings beschuldigen den polnischen Grenzschutz, dass trotzdem Menschen auch teilweise abgeschoben, obwohl sie nach Asyl fragen. Das bestreitet der Grenzschutz aber. Was hier auch immer wieder passiert, ist, dass die Grenzschützer mit Steinen oder anderen Objekten beworfen werden. Laut dem Grenzschutz handelt es sich dabei um Provokation des belarussischen Geheimdienstes. Das stellen sie unter anderem dadurch fest, dass es hier überall Kameras gibt, die auch die belarussische Seite filmen. Die Grenze wird rund um die Uhr von Tages- und Wärmebildkameras beobachtet. So kann der Grenzschutz auch Migranten entdecken, die versuchen, sich im Wald zu verstecken. Doch es gibt auch viele Kritiker der Mauer in Polen. Beata Szymaszko ist eine von ihnen. Die Rentnerin gehört zur sogenannten Grupa Granica, einem Netzwerk von Anwohnern und Aktivisten, die Geflüchteten vor Ort helfen und das Vorgehen der polnischen Behörden kritisieren. Mur, płot. Eine Mauer verhindert absolut keine Migration. Sie ist eine physische Barriere, eine Barriere, die mit Elektronik ausgestattet ist, aber sie beseitigt keine Grenzübertritte. Außerdem werden Menschen, die diese Grenzen überqueren, von den polnischen Behörden auf unmenschliche Weise behandelt. Sehr oft wird ihnen Gewalt angetan, sehr oft werden sie sogar gefoltert, sehr oft werden sie verhöhnt und einem so starken Druck ausgesetzt, dass sie ihre Menschlichkeit verlieren. Während des Interviews mit Szymaszko erhält die Polin Informationen. Nahe der Grenze sind zwei Geflüchtete aufgetaucht. T-Online kann sie bei ihrem Einsatz begleiten. Die Geflüchteten haben sich im Wald versteckt, um nicht vom polnischen Grenzschutz aufgegriffen zu werden. Von Szymaszko bekommen sie Wasser und etwas zu essen. Die jungen Männer sind ihr dankbar. Very, very good. Thank you. Very thank you. Okay. And we wish you a good luck. Im Gespräch mit der Aktivistin und T-Online berichten die beiden Männer, dass sie aus Syrien stammen. You from Italy? Sie erzählen, dass sie vom Libanon aus nach Moskau gereist sind, dann weiter nach Minsk und von dort an die polnische Grenze gelangt seien. In Polen soll sie laut eigener Aussage am Abend ein Auto abholen und nach Berlin bringen. Berlin? Für solche Schlepper ist die Flucht anderer Menschen ein lukratives Geschäft.
Nach rund 15 Minuten verabschieden sich die Aktivistin und das T-Online-Team von den beiden Migranten. Thank you. Really. Good luck. Good luck. Good luck. Nice. I hope everything will be okay. Von nun an sind die Männer wieder auf sich allein gestellt, in der Hoffnung, nicht vom polnischen Grenzschutz erwischt zu werden. Dann könnten sie zurück nach Belarus gebracht werden, um dann einen erneuten Versuch zu unternehmen, in die EU zu gelangen.